Ham Radio 2023, Teil 5. Liebe YLs, liebe OMs, herzlich willkommen hier auf dem AFU-Channel. Ja, richtig, es ist schon Teil 5 und damit auch der letzte Teil aus der Interviewreihe, die ich auf der Ham Radio geführt habe. Es waren einige spannende Themen dabei und so auch heute. Heute eine richtige Powerfrau. Es geht wieder um eine YL und zwar geht es um Teresa DC1TH, Delta Charlie 1 Tango Hotel. Teresa ist auf der Neumayer 3 Station gewesen, mit der Polarstern hingefahren, mit dem Schiff Polarstern hingefahren und hat dann auf der Neumayer 3 überwintert und hat die Neumayer 3 Station dann als Ingenieurin über den Winter gebracht. Und wie das so funktioniert und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, das erzählt sie uns heute hier in diesem Interview. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Hier auf der Ham Radio 2023, ich treffe so viele Leute, es ist unglaublich. Delta Charlie 1 Tango Hotel. Tango Hotel, danke. Delta Charlie 1 Tango Hotel. Die Teresa. Die Teresa hat lange Zeit verbracht auf der Neumayer 3 Station. Wahnsinn. Du hast da auch Funkbetrieb gemacht, aber wie kommt man denn eigentlich dazu, dass man auf so eine Station ganz im Süden in die Antarktis kommt? Tatsächlich suchen die jedes Jahr wieder Überwinterer, die diese Station durch den langen antarktischen Winter bringen. Und da werden Stellen ausgeschrieben, auf die kann man sich bewerben und wenn es passt, wird man genommen. Was musst du denn da für Voraussetzungen haben? Also man braucht ein abgeschlossenes Studium im Ingenieursbereich, naturwissenschaftlichen Bereich. Und dann muss man vor allem einfach die praktischen Fähigkeiten mitbringen, die man braucht, um so eine Station durch den Winter zu bringen. Man muss funken können, man muss einen Lötkolben halten können, man braucht ein bisschen IT-Wissen, weil man ist auch für die IT-Systemadministration zum Beispiel zuständig. Ja. Genau, und man braucht eben, ja, weil man halt auch funkt, ein Funkzeugnis, das muss nicht unbedingt ein Amateurfunkzeugnis sein, das darf auch ein Seefunkzeugnis sein. Aber das hattest du auch schon, das war Voraussetzung. Das hatte ich schon, genau, ja. Das ist Voraussetzung. Ein ja. Leute, das ist live, da laufen einfach Leute durchs Bild, aber es ist eben so. Wir machen einfach mal weiter. Genau, ein Funkzeugnis braucht man, weil man einfach ansonsten da unten verloren ist, weil man mit den Fliegern funkt, mit in der Stationsumgebung funkt und genau. Was war denn jetzt auf der Neumayer 3 deine primäre Aufgabe? Ja, IT-Systemadministrator, Funker, Elektronikingenieur, im Prinzip alles, was man irgendwie, was da halt kaputt geht an Elektronik, muss man vielleicht reparieren können, funken muss man können. Ist das Wahnsinn? Ich habe es ja heute schon mal gesagt, ich sollte ja die YLs mehr in den Vordergrund bringen und mehr YL geht doch wohl nicht, oder? Das ist doch wohl klasse. Und ja, wie lange bist du denn da gewesen? Ich war insgesamt 13 Monate auf der Station. Davor sind wir einen Monat lang mit dem Schiff runtergefahren. Wegen Corona-Zeit wollte man da die Kontakte minimieren. Normalerweise fliegt man, aber mit dem Schiff waren es weniger Kontakte. Deswegen sind wir mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in die Antarktis gefahren. Und davor war noch ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Und jetzt nochmal zum Thema Funk. Du hast auf der Polarstern auch schon gefunkt? Ein bisschen, ja, genau, über QO100. Über QO100, also Satellit ausgerichtet und dann, ja, ich glaube, der fährt automatisch nach, oder? Inzwischen, ja, aber damals war das, hatten wir noch eine portable Station, einfach so ein kleines Dreiwellen mit der Schüssel drauf und eine Box mit dem Transceiver oben drauf. Und das war dann so am Anfang auf jeden Fall ein Zwei-Mann-Job, weil einer musste die Schüssel halten, damit die nicht wegfliegt und der super. Andere hat gefunkt. Und dann musste man die Schüssel immer so alle paar Minuten von Hand die Schüssel so ein bisschen abstellen. Und die Wellenbewegung von dem Schiff, das ging erstaunlicherweise, war das überhaupt kein Problem. Also ich meine, um Äquator rum hatten wir sowieso Enden. Teich, da ging das auch alles gut. Aber spannend wurde es dann, wenn die Polarstern angefangen hat, irgendwie nicht mehr geradeaus zu fahren, weil dann haben wir plötzlich gemerkt, das Signal wird schlechter. Dann haben wir ein bisschen nachgedreht, ja, jetzt ist es wieder besser. Aber jetzt nochmal nachgedreht, ja, immer noch. Sag mal, fahren wir gerade ein Manöver? Ja, es kann sein. Okay, nachdrehen.
Da steckt Energie drin, ne? Das ist gut. Und dann auf der Neumayer 3, wie stellt sich das dar? Da mit dem Funkbetrieb letztendlich? Also gibt es verschiedene. Es gibt eine Kurzwellenantenne, es gibt im Stationsumfeld natürlich viel UKW und es gibt die Q100-Antenne, über die habe ich dann den meisten Fernverkehr gemacht. Okay. Und die steht hier auf dem Dach von der Neumayer Station, das ist die Q100-Antenne. Ja. Wir haben hier ein schönes kleines Modell von der Neumayer 3, das können wir vielleicht gleich nochmal auseinandernehmen, dann zeigen wir euch nochmal, was da so drin steckt. Mhm. Okay. Genau, und damit habe ich vor allem viele Schulkontakte gemacht, was mir viel Spaß gemacht hat. Ja. Die haben dann Fragen gesammelt und die hat man dann beantwortet. Ja, super. Und Kurzwelle? Habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Erstens waren die Bedingungen nicht so berauschend. Ich glaube, das ist schwierig von da unten, ne? Mit der Kurzwelle. Ja, es geht natürlich. Also gerade Felix DL5 XL funkt da ja immer und ewig und drei Tage. Ich habe den Felix Ries gearbeitet im 30-Meter-Band in CW. War eine tolle Sache. Einmal gerufen, der hat mich sofort gehört. Also das war echt, das war toll. Aber ich denke mal grundsätzlich, wie ist das mit den Störpegeln denn da? Ist das sehr hoch? Nee, also das Grundrauschen und so. Das ist da super niedrig, weil es gibt ja kaum Störungen in der Umgebung. Also da unten hört man tatsächlich, naja, das Gras wachsen jetzt nicht, aber die Pinguinküken in ihren Eiern oder sowas, die hört man. Also nein, das ist einfach sehr, sehr, sehr geringer Störpegel. Das heißt, man hört sehr, sehr gut. Und auf der Neumayer 3 habt ihr ja auch eine Whisper-Barke, ne? Genau, die Whisper-Barke gibt es auch. Die habe ich auch ab und zu gelegentlich mal gewartet, irgendwie mal einen von den Empfängern wieder neu gestartet oder auch mal den Antennendraht, habe ich direkt als ich angekommen bin, haben wir da den Antennendraht neu gespannt, den Sturm davor zerrissen hatte. Genau. Okay, Theresa, wäre super, wenn du uns noch mal ein bisschen die Neumayer 3 erklären würdest. Wir können die ja dafür mal auseinandernehmen. Sie hat ein schönes Modell hier mitgebracht und das machen wir jetzt mal. Ja, Theresa, super, dann zeig uns doch mal, was auf der Neumayer 3 so, oder was die Neumayer 3 alles so in sich hat. Genau, also erstmal, was man von den Fotos immer kennt, das ist der oberirdische Teil, das ist das hier. Also hier ist die Schneeoberfläche, ne? Und den oberirdischen Teil, den sieht man auch immer auf den Fotos. Was man nicht erkennt, ist, dass da drunter nochmal zwei ganze Stockwerke sind. Wow. Das hier unten ist das Untergeschoss 1, da ist zum Beispiel die Schneeschmelze drin, da sind die großen Lagerräume und die Werkstätten drin, die Essenslager, der Tiefkühlraum mit minus 20 Grad, den man im Winter halt auch gelegentlich heizen muss. Könnt ihr die Sachen nicht einfach nach draußen stellen? Ja, da ist es dann zu kalt tatsächlich draußen. Deswegen wird sogar das Tiefkühllager temperiert. Du hast gerade gesagt, das muss man heizen. Ja, genau. Also im Sommer muss man es auch kühlen, aber im Winter muss man es auch heizen. Ja. Genau, und dann ganz darunter, da ist dann hier zwischen diesen Stelzen, da sind noch die Parkplätze für die Pistenbullis. Und diese Stelzen, diese hydraulischen Stelzen, die kann man ausfahren. Und damit kann sich die Station aus dem Schnee rausheben, weil es fällt ja immer Schnee außenrum, der taut nicht weg. Das heißt, wenn man die Station nicht anheben würde, würde die im Schnee versinken. Genau, und das hier ist die Tiefgarageneinfahrt, das ist die Klappe, die kann man zumachen, wenn es stürmt, dann wird die hier zugemacht, dann bläst da auch kein Schnee rein und wenn das Wetter dann entsprechend ist, dann kann man hier den Klappendeckel aufmachen, dann kann man da mit den Fahrzeugen in die Tiefgarage runterfahren. Genau, ansonsten vielleicht für Funker am interessantesten, hier oben die Q100-Antenne, die ist hier in diesem kleinen Radom drin. Alles andere hier, das sind auch alles Antennenmasten, das sind viele Sachen für Umgebung von der Station mit dabei oder für Messstellen in der näheren Umgebung. Also nähere Umgebung heißt dann irgendwie 50, 80 Kilometer und so in die Richtung. Genau, und ansonsten hier von diesem Mast zu diesem Mast rüber, da ist die Sendeantenne von der Whisper-Antenne gespannt, die Wäscheleine. Genau, und ansonsten sind ja jede Menge Antennen noch auf dem Dach für die verschiedenen Forschungsbereiche. Das hier oben ist die Ballonfüllhalle, da werden die Wetterballons rausgestartet. Und ansonsten sieht man dann innen drin, ist das Ganze in Containern aufgebaut. Also es gibt die Außenhülle der Station und da drinnen stehen dann die Wohn- und Arbeitscontainer. Und hier das Blaue ist das Blockheizkraftwerk, da sind die Stromgeneratoren drin, da wird auch die Abgaswärme getauscht, damit wird die Station geheizt. Und genau, da oben sind Wohnräume und Laborbereiche drin und in dem Stockwerk drunter sind dann die auch nochmal Arbeitsräume und zum Beispiel auch das Wohnzimmer und der Speisesaal sind dann da drin. Genau, und dann gibt es noch ein Stockwerk weiter unten, das Zwischendeck. Das hört nicht auf. Da ist viel Betriebstechnik drin, da ist die Löschanlage fürs Blockheizkraftwerk drin, da sind nochmal Lagermöglichkeiten. Und hier hinten in diesem kleinen Eck, da ist das Antennenlager und da liegen Antennenkabel und jede Menge Koaxkabel, Antennenersatzteile und all das liegt hier im Lager im Zwischendeck.
Theresa, war ein super Interview. Hat mich echt gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und war ein super Interview. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe, man trifft sich mal wieder. Bestimmt. 72, AWDH. Und alles Gute für dich. Dankeschön.